Dieses Jahr haben wir die Gelegenheit, die großen Dichter der französischen Literatur kennenzulernen. Und natürlich will ich euch dazu anregen, zu schreiben, Geschichten zu erzählen. 6, 5, 4 minus, so schlecht sind sie dieses Jahr? Die schwächste Klasse meines Lebens. Ach, hörst dir an, Samstag habe ich eine Pizza gegessen und ferngesehen, Sonntag war ich müde und habe nichts gemacht. Ich hatte von Ihnen kein Epos in Alexandrinern verlangt, Sie sollten lediglich Ihr Wochenende beschreiben. Samstag war ich zum Lernen bei Raphael Artol. Als ich das Haus erkundete, erregte ein Duft meine Aufmerksamkeit. Der eigentümliche Duft einer Frau aus der Mittelschicht. Findest du es nicht schockierend, dass ein 16-jähriger Schüler sowas schreibt? Nein, das schockiert mich überhaupt nicht. Du hast Talent. 1 minus, obwohl er sich über seinen Freund und dessen Mutter lustig macht. Zurück bei der normalen Familie helfe ich erneut Rafa. Hey, hey! Sollte das eine Parodie werden? Was selten ist, ist, dass jemand möglichst nah an die Figuren kommt. Wieso hast du ins Präsens gewechselt? Für mich wird es unmöglich, im Haus zu bleiben. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich versuche, ihm was beizubringen über Literatur. Du musst dir eine einzige Frage stellen. Wie geht die Geschichte weiter? Er hat ihnen beim Sex zugesehen. Aber das sind doch Kunstfiguren, Jean. Die Sache klingt glaubwürdig und von Mal zu Mal gefährlicher. Du bist zu weit gegangen. Sie haben mich doch dazu gedrängt. Vergiss dir was. Ich will weiterschreiben. Das geht nicht gut aus. Ich spüre es. Das geht nicht gut aus. Sie haben meinen Sohn öffentlich erniedrigt. Sie haben Scheiße gebaut. Ich habe nur seinen Aufsatz korrigiert. Er manipuliert dich. Du willst ihm was beibringen und er erteilt dir eine Lektion. Ich mache mich auf die Suche nach einem Schluss. Einem Schluss für Monsieur Gemma. Einem Schluss für meinen Lehrer.